Das ist zum Beispiel ein Instrument, was ich mir jetzt zusammengebaut habe, welches immer variiert. Es variiert laufend und so wie die Stöcke zum Beispiel variieren und wie er natürlich in meiner Meinung gleichfalls variiert. Das heißt, er hängt hier in einem bestimmten Gefühl von Nostalgie und von Altersweisheit. Nostalgie ist eigentlich das Negative dabei, weil er mir das künstlerische Leben und die Entwicklung ziemlich schwer gemacht hat. Altersweisheit hat damit zu tun, dass ich heute ihn als eine Witzfigur, würde ich mal sagen, betrachte. Und wenn ich da sitze und dann den Walter im Blick habe, dann muss ich einfach lachen und schmunzeln. Er gibt mir mitunter zu mehr Lachen Anlass als vielleicht eine Loriot-Figur. Und ich nehme ihn nicht mehr ernst, aber wenn man ihn anschaut, er ist derjenige, der viele Lebensentwürfe zerstört hat. Wenn man es aber überstanden hat, kann man, wie gesagt, ihn in dieser Weise betrachten. In den 70er Jahren war ein großes Potenzial an Neugier einfach da. Und die Neugier hat mich natürlich auch in die Nähe von Komponisten und von Musikern der sogenannten E-Musik, um mal bei diesen Begriffen zu bleiben, U und E, die Begriffe, die ja längst überholt sind und keine Wertigkeit mehr haben, jedenfalls unter uns Musikern nicht mehr lediglich für die GEMA vielleicht noch irgendeine Bedeutung haben. Aber die Neugier auf das freiere Spielen, die Neugier auf freie Improvisation hat uns natürlich auch in die Nähe von Musikern gebracht aus dem klassischen Lager, die das Gleiche eigentlich vorhatten und in ihrem Tun und Treiben auch die Grenzen irgendwo sprengen wollten. Und das betraf bei denen sowohl ausübende Musiker wie den Burkhard Kletzner von der Gruppe Neue Musik, Hans Eisel aus Leipzig, überhaupt die ganze Gruppe, auch den Weber und alle, die da drin waren, wie auch Komponisten, der Georg Katzer, der Paul-Heinz Dietrich oder Goldmann oder andere Leute, die plötzlich merken, da ist ein Potenzial bei den improvisierenden Jazzmusikern, das kann man in die Komposition gut integrieren, vielleicht sogar mit dem kleinen Hintergedanken, die Komposition zum Teil auch ein bisschen aufzuwerten und ein bisschen, es ist ja allgemein so, wenn man mit Klassikern zu tun hat und den Klassikern, den normalen Orchester gebildeten Klassikern die Aufgabe zur Improvisation stellt, was passiert eigentlich? Es ist entweder Ratlosigkeit oder Zeit für Gaudium. Die würden doch nie, sagen wir mal, mit einer inneren Hingabe ohne die Partitur und ohne den seriösen Ernst eines Dirigenten vor sich zu haben, meinetwegen mit dem Jazzbesen über die Harfe streichen oder wie ich das tue, sozusagen über diese Trommel. Anliegen, es ist mir ein seriöses Anliegen in einem bestimmten Kontext, sozusagen dieses Geräusch zu produzieren. Und nun aber mal zu den Erfahrungen, die ich gemacht habe mit den Leuten, das sind eigentlich die, die ich schon nannte und im großorchestralen Zusammenhang mit Georg Katzer, der eine Komposition für das Petrovsky-Trio schrieb und das DEFA-Sinfonieorchester. Das haben wir aufgeführt und das sind eigentlich so intelligente Komponisten,
die uns Jazzmusikern nicht die schweren Noten in die Partitur schreiben, wo wir zählen wie ein Maikäfer und uns kommt dann nur doch nur Klassik oder irgendwelche Dinge heraus, die die Klassiker viel besser können, sondern die einfach gesagt haben, wo liegen die Stärken der Jazzmusiker und die das Improvisationspotenzial nutzen. Und dann macht es auch Sinn. Ich habe andererseits eine Komposition auch für Streichquartette und Jazztrio gespielt, wo der Komponist dieses Streichquartett den Blues hat spielen lassen und uns das Jazztrio, wir mussten die zeitgenössische Musik spielen, also genau umgekehrt. Also das Ergebnis ist für mich nach wie vor fraglich, aber der andere Weg ist der bessere. Ich kann nicht sagen, dass wir die Synthese gefunden haben zwischen den beiden Lagern. Für mich ist es eben auch noch ein permanenter Prozess des Brückeschlagens zwischen den beiden Lagern und ob nun in der kleinen Formation des Miteinanderspielens oder über die große Orchesterform mit Hilfe der Komposition. Es ist überhaupt noch keine Synthese gefunden. Es ist These, Antithese und vielleicht Synthese, aber das gibt es einfach noch nicht. Es sind ewige Versuche und es ist ein Feld der Annäherung, die noch nicht abgeschlossen ist. Und ich muss sagen, ich in meiner jetzigen Tätigkeit suche ich ja auch immer wieder die Nähe von sogenannten E-Musikern, arbeite mit Streichern zusammen, arbeite in so einem Kontext. Und da muss ich sagen, sind einfach die Grundlagen dafür damals gelegt worden. Und wenn ich dem Paul-Heinz Dietrich oder dem Katzer oder irgendjemanden heute begehe, schauen wir eigentlich sehr positiv und sehr sinnvoll auf diese Zusammenarbeiten zurück. Aus der zweiten Hälfte der 70er Jahre heraus gab es ja eine Vielzahl von Kombinationen, wo ich beteiligt war, wo ich involviert war, die auch teilweise auf meine Initiative zurückging. Eine zum Beispiel war auch die Zusammenarbeit mit dem Domkantor aus Merseburg, dem Hans-Günther Wauer, der sozusagen ebenfalls aus dem Lager der E-Musiker, er ist ja ein richtig klassisch geschulter Organist und hat aber einen ganz offenen Blick für Dinge gehabt, die in den anderen Bereichen der Musik angesiedelt waren, hat die Merseburger Orgeltage organisiert und hat sich dort immer irgendwelche Exoten hinzugeholt. Und eines Tages, 1976 nämlich, hatte er das Petrovsky-Trio in seinen Orgelfest eingeladen und dort war ich der Schlagzeuger. Und aus dieser Begegnung heraus ist dann eine bis heute andauernde Zusammenarbeit im Duo entstanden über Jahrzehnte hinweg. Und da muss ich einfach sagen, der Hans-Günther Wauer mit seiner klassischen Basis hat mich sehr viel über Dramaturgie des Improvisierens gelehrt, in seinem Spiel natürlich. Und aus diesen 70er Jahren hinaus in die 80er hinein ist dem Umstand auch zu danken, dass die chronische Not in der Devisenkasse der DDR es endlich so weit brachte, auch Jazzmusik zu exportieren. Also nicht mehr nur irgendwelche Nylonhemden oder Kräne, Schwermaschinenbau des Eberswalder Kranbaus oder kleine, also Dinge, die sozusagen über die Industrie schon über Jahre hinweg für die wertvollen Devisen exportiert wurden und nicht nur das nicht mehr interpretierbare klassische Kulturerbe wurde exportiert, sondern man machte einfach jetzt den mutigen Schritt und exportierte
Jazzmusik natürlich anfangs unter Bewachung und mit großem Bahnhof von natürlich der Staatssicherheit angehörenden Begleitpersonen, die uns wie in einem Kindergarten über die Grenze hinweg geleiteten, nach der Grenze sozusagen die Pässe wieder wegnahmen und dann für den gemeinsamen, also einen Auftritt konnten wir dann machen. Ich entsinne mich sehr gut an den ersten Auftritt in West-Berlin zum Total Music Meeting der freien FMP, Free Music Production. Und dort wurden wir, wie gesagt, in einem Bus dorthin geleitet, durften spielen und nach dem Konzert wieder alle eingesammelt und wieder zurück. Und diese Ängste, dass A, keiner von uns abhanden kommt und B, dass vielleicht kein Journalist an uns herankam, das hat natürlich die ersten, die ersten nicht nur Monate, sondern Jahre unserer Konzerttätigkeit im Westen geprägt. Aber es war für uns natürlich ein unheimlicher Fortschritt. Wir konnten plötzlich sozusagen nach dem Westen fahren und überall dort in dem auch permanent Minderwertigkeitsgefühl der damaligen DDR-Staatsführung in Auftrag der Zentralagentur überall das Kulturwimpelchen DDR auf jedem kleinen Jatzhügel hissen, der sozusagen an uns interessiert war. Und an uns waren sehr viele interessiert, weil es war ein Vakuum entstanden einfach. Von westlicher Seite, man wusste, da gibt es Musiker auf der anderen Seite der Mauer, die spielen ganz tolles Zeug, aber man hatte sie nie live gesehen. Und plötzlich kamen wir und wurden mit einem Bonus an Vorschusslorbeeren sozusagen begrüßt. Das war uns natürlich sehr wohltuend. Und die geschäftliche Seite soll man mal gar nicht dabei ins Gespräch bringen, denn das lief ja alles über eine Agentur, die mit einem Prozentsatz arbeitete, der eigentlich unerträglich war. Aber wir hatten die Möglichkeit zu reisen und das war uns wichtig. Und auf diesen Reisen hatten wir natürlich auch dann Begegnungen mit Musikern aus Italien, Frankreich, England, Holland und somit war das keine Einbahnstraße mehr, wie es vorher bei den Begegnungen in Berlin in der Melodie noch gewesen ist. Also in der besagten Neugier auf neue Projekte, auf neue Konstellationen ist eigentlich ein entscheidender Punkt gewesen. Bei einem Biertischgespräch mit einem Freund von Günter Grass habe ich meine Begeisterung von der Blechtrommel, vom Inhalt der Blechtrommel mal zum Ausdruck gebracht und habe gesagt, eigentlich die Geschichte des Blechtrommlers Oskar, das bin doch eigentlich ich, die könnte ich also musikalisch nacherzählen. Und das war eigentlich so ein abendliches Gespräch. Und dieser Freund hat diese Idee dem Grass angetragen. Und es dauerte gar nicht lange, kriegte ich vom Günter Grass eine Kassette, wo er mir das Kapitel Der weite Rock, nämlich das erste Kapitel von der Blechtrommel, gelesen hat. Und ich war ganz erstaunt und ich schickte ihm dann von mir eine Soloplatte zurück und also der Freund hat das sozusagen vermittelt und ich mir sofort die Kassette per Kopfhörer eingezogen und mich ans Schlagzeug gesetzt und gemerkt, oh wow, der liest ja richtig rhythmisch, der liest ja richtig spannend, der liest ja wie ein Musiker spielt. Und das war eigentlich, sagen wir mal, der Ausgangspunkt, eine weitere Erfahrung zu machen. Nämlich nicht nur das Zusammenspiel mit einem Musiker, sondern das Ping-Pong-Spiel mit jemandem zu erproben, der kein Instrument spielt, sondern die Sprache einbringt. Also das heißt, ich habe mich plötzlich interessiert für den Sprachduktus, für den Sprachrhythmus.
ob jemand, sagen wir mal, in Sechzehntel spricht, nämlich ja da 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 dan da 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 dam ba da 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 ding gang ging gang gang, oder ob jemand triolisch spricht, ja da 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 dang dam da ba du da 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 dang gang, oder wie eben der Sprach, das ist für mich als Schlagzeuger, wenn man mal die semantische Ebene des Schlagzeugspiels nimmt, das Schlagzeugspielen ja immer auch eine Erzählgeste hat. In der Urform der Afrikaner zum Beispiel ist es das Trommeln ja nie nur einfach eine Freude an der Musik oder an dem Rhythmus, sondern es hat eine Mitteilungsebene gehabt. Und diese Zusammengehörigkeit von Trommeln und Sprache, die ist mir im Laufe der Zusammenarbeit mit dem Günter Grass sowas von deutlich geworden. Unsere Zusammenarbeit begann dann damit, dass wir uns einen Termin ausgesucht haben und in einem Westberliner Studio uns verabredet hatten. Ich war schon eine Stunde vorher da, hatte mein riesen Schlagzeugapparat aufgebaut. Und dann kam der Grass irgendwann später mit seinen 720 Seiten Blechtrommel unterm Arm. Und dann haben wir erst mal 2-3 Stunden beim gemeinsamen Frühstück uns abgetastet, und er wollte eigentlich mal wissen, mit wem hat das da eigentlich zu tun. Wir haben über Politik gesprochen, über Osten gesprochen, über Westen gesprochen, bis wir dann irgendwann mittags einfach gesagt haben, jetzt lass uns doch mal was machen. Und es war wunderbar. Es ging in kürzester Zeit, haben wir ein Verständnis füreinander gefunden, weil er eigentlich gelesen hat, ohne dass er einen Redakteur braucht, der ihm sagt, jetzt Zäsur, jetzt halten, jetzt einsteigen, neu beginnen. Also was ich auf der anderen Seite auch in meiner Hörspielmusiktätigkeit sozusagen oftmals gemerkt habe, dass Schauspieler geführt werden müssen. Krass musste nicht geführt werden. Der hat genau gespürt, wann er zu einem Absatz kommt, wann er mir das übergibt. Ich habe die Musik weitergetragen, dann habe ich entweder schlagartig aufgehört und er ist eingestiegen, genau an dem richtigen Punkt, wie ein Musiker einsteigen würde. Oder ich habe die Musik wieder zurückgeführt und er ist genau drüber, über meine Musik. Also er hat sich so musikalisch in seinem Sprach- und Erzählgestus verhalten, dass es uns ein Vergnügen war, diese Zusammenarbeit sowohl vor dem Mikrofon, also für Aufnahmen, als auch dann Konzertreisen zu machen, ausführliche Konzertreisen zu machen, wo wir verschiedene Programme vorgestellt haben. Er hat immer gesagt, du musst wissen, was dich von meiner Literatur musikalisch inspiriert. Ich kann jeden meiner Sätze lesen, aber welche Kapitel oder welche Sequenzen für dich interessant sind. Und das kam dann so weit, dass ich seine dicken Bücher immer zu Manuskriptfassungen runtergeschrieben habe, möglichst darauf geachtet, dass die Geschichte eigentlich erhalten bleibt, aber dass so Sachen wie in der Blechtrommel, diese Kapitel, die Tribüne, die ja richtig, das ist ja Musik, wo der Blechtrommler Oskar unter der Tribüne sitzt und den anziehenden Nazi-Marsch mit ihrer Marschmusik sozusagen zerstört und dagegen hält, und die dann sozusagen mit einem Jimmy und Charleston und all diesen Dingen, mit diesen völlig aus der Fassung bringt. Und also dort liegt so viel Musik in der Literatur drin. Und das habe ich herausgenommen und das habe ich eigentlich zu unseren Programmen zusammengestellt. Und ich glaube, das machen wir auch noch ein bisschen weiter. Thank you.
Ich muss ja einfach sagen, als improvisierender Jazzmusiker und als ein Musiker, der Dinge, gesellschaftliche Dinge sehr schnell reflektiert und auch umsetzt und nicht erst über den langen Weg der Partitur, sondern über die schnelle Reaktion, muss ich sagen, habe ich natürlich kein solches Motto, deren Diktatur ich all meine Dinge unterwerfen würde. Aber wenn ich über ein Motto nachdenke, dann ist es vielleicht, und zwar einer Verneigung vor dem Qualitätsbegriff meiner Arbeit gegenüber, dass ich eigentlich allen Dingen, die ich gemacht habe und die ich weiterhin mache, auch später noch ins Auge schauen oder vielmehr mein Ohr hinhalten möchte dafür. Also das heißt, stets nach Normen der Qualität, einer hohen Qualität meine Arbeit mache und zur gleichen Zeit eigentlich die Dinge auf den Schultern, auf den positiven Teilen der Tradition ansetzen möchte. Das heißt, immer nach vorn schauen, Dinge machen, die als erledigt betrachten und dann von diesem Standpunkt aus mich neuen Dingen zuwendend. Das sind eigentlich so, ist ein Credo, was ich in meiner Arbeit sehr für mich vertrete.